Eine Saison wie die Fahrt in einer Achterbahn. Der Tischtennis-Bundesligist TTC Zugbrücke-Grenzau hat in der abgelaufenen Spielzeit viel erreicht, aber auch manche Chance vertan. Ein Rückblick. Mit einem knappen Sieg in Bremen starten die Westerwälder in die Saison. Doch schon am zweiten Spieltag folgt die Ernüchterung. Eine 1:3 Niederlage vor heimischer Kulisse gegen Fulda. Was kann diese Mannschaft mit Robert Gardosch, Lucian Blaszczyk, Kenji Matsudaira und Tomasz Pawelka wirklich leisten? Eine Frage, auf die es zunächst keine Antwort gibt. Knappe Siege gegen Gräfelfing und Hanau machen Mut. Niederlagen in Plüderhausen und gegen Saarbrücken stimmen nachdenklich. Der neue Cheftrainer versucht ein Team zu formen. Natürlich war das am Anfang nicht so, einfach, weil man muss auch bisschen die Psyche des Spielers studieren, also von der Psychologie und so weiter, weil der Blaszczyk ist anderes, Gardosch ist anderes, Pawelka ist anderes und Matsudaira. Also vier verschiedene Spieler, die ganz andere psychische Einstellung haben. Also. Und für mich war das wichtig, die Psyche zu stabilisieren und beim Coaching dann richtig umsetzen. Saarbrücken ist die einzige Mannschaft, die sie in der ganzen Saison nicht in den Griff bekommen. Im Saarland kassiert der TTC eine 2:3 Niederlage. Das Rückspiel in Grenzau und auch das Pokalviertelfinale gehen jeweils mit 0:3 verloren. Im zweiten Jahr in Folge scheitern die Westerwälder kurz vor dem Final Four Turnier an Saarbrücken. Losglück hatten die Westerwälder in der Champions League nicht. Schon in der Vorrunde geht es gegen die starken Franzosen aus Hennebon und die Übermannschaft aus dem russischen Orenburg. Und trotzdem ist Grenzau zweimal ganz knapp dran an einer Überraschung gegen das Team von Wladimir Samsonow. Der Cheftrainer erinnert sich. In Orenburg haben wir auch sehr gute Chance gehabt, den Sack zuzumachen. Haben wir 2:1 geführt und Robby hat sehr gute Chance gehabt gegen Samsonow. Hat sogar geführt 2:1 und dann hat noch verloren und natürlich der Lucian musste das letzte Spiel gegen Kuzmin, war das glaube ich, gewinnen. Und dann hätten wir 3:2 gegen Orenburg gewonnen, dann wären wir durch gewesen. Und dann wären wir ganz weit vielleicht auch in den Champions League gekommen. Aber die Auslosung hat leider auch in der ETTU Cup nicht so, war nicht gnädig zu uns. Wir haben wieder einen sehr starken Gegner bekommen. Und natürlich, der Bessere hat gewonnen und das war eben der Gegner. Dem Aus in der Champions League folgt auch das Aus im Viertelfinale des ETTU-Pokals. Der Gegner aus dem französischen Chartres, am Ende eine Nummer zu groß für die Westerwälder. Als das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft erreicht ist, geht es gegen Rekordmeister Borussia Düsseldorf um Timo Boll. Der Favorit führt im Hinspiel schnell mit 2:0, doch dann geschieht das eigentlich Unmögliche. Blaszczyk schlägt Patrick Baum und Gardosch den bis dahin in der Bundesliga ungeschlagenen Boll. Als auch das Doppel gewonnen wird, ist die Sensation perfekt. Düsseldorfs erste Saisonniederlage. War der helle Wahnsinn, ja. Tolles Spiel, über 4 Stunden gedauert, mit allem drum und dran. Also Kompliment der Mannschaft, die hat heute echt Charakter gezeigt und einen super Tag erwischt und alles abverlangt, Düsseldorf und am Ende glücklich, aber verdient gewonnen. Die Sensation jedoch bleibt aus. Das Rückspiel gewinnt Düsseldorf mit 3:1 und schafft den Sprung ins Endspiel gegen Ochsenhausen. Gleich 3 Spieler werden die Brixbachtaler verlassen. Ein personeller Umbruch steht an. Robert Gardosch wechselt nach Frankreich, Lucian Blaszczyk in seine polnische Heimat und Kenji Matsudaira zum Bundesliga-Aufsteiger nach Frickenhausen. Die ersten Weichen für die neue Saison sind jedoch schon gestellt. So kehrt der deutsche Nationalspieler Zoltan Feyer-Konnert zurück nach Grenzau. Also Zolli natürlich seine Bereicherung für Grenzau. Der war jahrelang bei uns gewesen, hat immer eine sehr gute Leistung gebracht und war auch Zuschauermagnet und auf ihm kann man sich auch 100% verlassen. Feyer-Konnert bereitet sich aktuell am Stützpunkt in Grenzau auf die anstehende Weltmeisterschaft vor. Die startet am 8. Mai in Rotterdam und ist sportlich ein absoluter Höhepunkt für den Nationalspieler. Olympische Spiele ist natürlich für die Medien was Größeres, aber für uns Spieler sind die Weltmeisterschaften doch
doch höher bewertet, weil aus den Ländern, ich sag mal China, Deutschland, aus den starken Ländern, die können ja mit mehreren Einzelspieler starten und daher ist das Feld auch viel stärker besetzt wie, ich sag mal, wie die Olympischen Spiele. Und was Größeres wie Weltmeisterschaften gibt es einfach nicht. Erhalten bleibt in Westerwäldern auch der Tscheche Tomáš Pavelka. Über weitere Neuzugänge werden sich die Fans ebenfalls bald freuen können. Vielleicht gibt es schon nach der Weltmeisterschaft den nächsten Neuzugang zu vermelden beim TTC Zugbrücke Grenzau.